Au! So was spielt Kerbal Space Program? Ist ja, der ist dann halt super tief gefallen durch die ganze Scheiße, die abgezogen hat und so. Und hat ja dann auch mit Diablo 3 aufgehört und ja. Wundert mich, dass er jetzt wieder so viele Viewer hat, also der war lange nicht mehr. Oder beziehungsweise ich habe ihn seit Monaten nicht mehr gesehen. Seit einem halben Jahr oder so ist das unser erstes Stream, wo ich ihn sehe. Okay. Hm. Ja, ah, ja. Also Standard Diablo 3 war das, was er gespielt hat, nicht Addon. Ah, okay. Ja. Nein, ouch, falsche Taste. Ich hasse diese Typen. Die Sumo-Ringer? Keine Ahnung, die kämpfen halt anders als alle anderen. Also, es gibt halt irgendwie drei Klassen oder so, oder vier. Und diese Klasse ist wirklich die, die mich am meisten aufregt. Das willst du denn? Weil die mich immer festhalten und man kann nichts dagegen machen. Und ich kann die nicht festhalten. Und die blocken dauernd. Nein, nein, nein. So. Bob ist der Scientist. Bob, der Wissenschaftler. Wow, oh, Double Kill. I suppose I should be impressed. You defeating my men like that. I am not. Now. Where were we? Bossfight! Eigentlich müsste ja bei den Streamern bei Kerbal Space Program KSP TV noch am höchsten sein, oder? Now you die. Your determination is impressive. Fuck you! Muss man machen. Au! 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 Ow! You hit me? You never win, Wei. Fuck you! No, oh, come on. Kill me? Ow. And Lee will simply wipe you out. Fuck you! Ouch. What? Oh! Ha! Ich hab eine neue Waffe. Wie Machete? Ja, zumindest war der Kampf dann vorbei, als ich sie ihm abgenommen hab. Sorry, Jackie. Lee, fuck the election. You did this, Lee, and I'm coming for you, motherfucker. Ja, ich hab eine Machete. Gucken, ob er die auch einstecken kann. Ja, ist gut. Nee, er kann sie nur wegwerfen. Egal, ich nehme sie mit. You are an officer of the law, same as me.
Wait, if you have a problem with me, then let's sort it out ourselves, okay? We don't need to bring her into this. I have the way you think. That's the attitude that makes us strong. Loyalty, discretion, used to be more common. I'm here for Mr. Lee. I take it you've heard of Big Smile Lee. That's what worries me, Wei. You're one of them. Wait, you cross Pendra. He's cut you off. Anything happens to me, you look after our people, okay? Muss ich denn lang fahren? Schon wieder falsch abgebogen. Scratch fucking grab me in the fucking bureau! Toss me off 18k, man! You show your true colors tonight, brother. Oh, God! I'm sorry, please! No, no, now! You must stop this fight at once. We must be united against our true enemies. No matter what happens, Jackie, I won't leave you behind. I'll always come back for you. You're my best friend, man. That means more than a boss, you know? Your friend Jackie didn't think so. He was most loyal. I know you have a personal stake, but this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. Might be time for me to make a change. Maybe go into business with Jiu Mei. You can't win! Kill me, and Lee will simply wipe you out! Habt ihr euch eigentlich Witcher 3 geholt? Nope. Habt ihr vor, es zu spielen? Ich bin sehr interessiert in dem Spiel, aber nicht es zu spielen. Das heißt, du würdest mir zugucken, wenn ich spiele und streame, ja? Vielleicht. Ich weiß es nicht, vielleicht, aber ich glaube, ich gucke es eher auf YouTube. Weil dann kann ich es nicht. Ich habe mir das Spiel jetzt in dem Moment gerade extra gekauft, damit du mir zugucken kannst. Dann muss es bei YouTube hochladen. Muss ich es auf unseren YouTube-Kanal hochladen, ja? Kannst du machen. Du kannst auch es auf einen anderen YouTube-Kanal hochladen, aber Hauptsache es ist auf YouTube. Dann würde ich es vielleicht gucken. Alright, who's first? Hey, who are you? Oh shit, that's Ray! You're not supposed to be here, punk guy! Come on, say what I want! I'm not scared of you! Stop square! What's the life? Wait, I'm going! Bye bye, Tank. Au! Perfekter Touchdown. Oh ja, die Machete ist gut, weil die geht nicht kaputt. Alle anderen Waffen gehen offensichtlich immer kaputt, wenn ich sie benutze. Die Machete benutze ich einfach weiter und weiter und weiter. Vielleicht, weil du nicht weißt, wie man die anderen Waffen benutzt. Aber jetzt habe ich ja die Machete. Oh, nice. Er hat eine Waffe.
Game over! You're done! You picked the wrong side, asshole! Wirklich runterspringen? Ich bin runtergefallen. Hab im Fall einen Headshot verteilt. Na, wenn das mal nicht realistisch ist. Das neue StarCraft 2 erinnert mir bestimmt sowas von cool. Allein der neue Modus, der dazu kommt, der wird so viel Bock machen, glaube ich. Das gibt jetzt noch ein neues Addon? Der, das dritte halt, ja, ne? Ja, Legacy of the Void kommt raus. Das Protoss-Add-on. Ach so, ja. Okay. Und da gibt's den super coolen Spielmodus, der heißt Archon. Da spielt man zu zweit in einem Team, aber man hat auch nur ein Dings, nur eine Basis, die man. Also man, man ja. spielt das zusammen quasi. Nicht jeder spielt seine Einheiten, sondern ne, man teilt sich das. Da macht einer vorne das Micro zum Beispiel und einer hinten das Makro. Voll cool irgendwie. Das ist nice, ja. Jupp, davon habe ich auch schon gehört. Ich habe sogar schon Streams davon gesehen. Oh, der Premier hat schon Streams gesehen. Fleck, nee. Da kannst du ja Niklas in Action angucken. Oh, jetzt habe ich 5 Polizeipunkte verloren. Das neue StarCraft-Format auf Rocket Beans, hast du das schon gesehen? Call of Duty? Ja, habe ich gesehen, aber. ich meine, ich hab den Namen gesehen, ja, aber. Muss dir angucken, ist wirklich, ich glaube, das ist eines der besten Formate, die es jetzt bei Rocket Beans gibt. War ja erst eine Folge, aber die war sowas von gut. Okay. Ich finde. Wenn du dich spielst, kann ich dir auf jeden Fall nur empfehlen, dass du die Folge auf YouTube mal anguckst. Ist super gut. Okay. Also ich find den Royal Beef halt voll geil. Also das ist das, was mich momentan richtig cool. Ja, also das ist das, was ich am geilsten momentan finde. Das ist so lustig. Vor allem als sie hier Dings uns gespielt haben, was? Simon wird zweitletzter, obwohl er versucht hat zu verlieren. So obwohl ein bisschen. Er alles versucht hat zu verlieren. Und Etienne wird einfach zweimal hintereinander erster, obwohl er der schlechteste war in dem Beef davor. Das ist einfach so geil. Der Teaser ist auch so geil, weil da haben sie Simons Anfangssprache zitiert, so, oder nochmal gezeigt, wo er sagt so, ja, ich will gar nicht Erster werden, aber ich will wenigstens nach dem Beef in den Spiegel gucken und sagen können, ich war nicht der letzte Assi. Und nach dem ersten Spiegel ist er wieder total am Ausrasten. Das ist so geil, ey. Aber das Call of Duty ist echt cool, das macht er halt mit dem Honor zusammen, also den Niklas hier vom Bonchwa, hast du ja bestimmt schon gesehen. Ja. Ich meine, das haben sie ja bei Straight to Gold. Genau, da war er ja quasi der Gast, aber jetzt machen die beiden das zusammen. Okay. Jetzt ist er da fester Teil in dem Format, machen die das zusammen und hatten dann zum Beispiel den besten deutschen StarCraft-Spieler jetzt im ersten Nennung zu Gast und so. Und die machen, keine Ahnung, ist schon ziemlich professionell. Die haben da extra ein Studio und so für gemacht, ne? Damit das ziemlich cool rüberkommt. Ist echt cool. Okay. Das ist wirklich echt cool? Das ist wirklich super. Das ist ja.